Hier ist eure Skyrosa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Final Mix. Verzeiht, dass ich ein wenig ruhig bin. Wir müssen uns jetzt nämlich anschleichen. Unser Gegner, hier in diesem Final Mix Gegner-exklusiven Part, ist nämlich die Anthropozine. Und dadurch, dass hier keine Herzlosen aufgetaucht sind, glaube ich, dass sie sich hier in diesem Areal befindet. Und Sora darf nicht entdeckt werden von ihr. Deswegen... Was? Moment, wieso kann ich... Oh nein, wenn sie Sora entdeckt, dann sind wir am Arsch. Ich muss irgendwas machen, dass Sora nicht entdeckt wird. So, mit Stopp kann man das so ein bisschen schaffen. Wir müssen immer versuchen, 6 zu besiegen. Das Ding ist, wir wissen nicht, wo sie sind. Oh nein, jetzt sind wir schon am Arsch. Wir sind entdeckt worden. Ja, das heißt, wir sind jetzt so ziemlich am Hintern. Wir können jetzt nur versuchen, es zu schaffen. Es könnte aber klappen. Es könnte aber sein, dass wir es nicht schaffen. Und wir haben es geschafft. Wir haben einen Haartropfen gekriegt. Den kriegt man normalerweise nur mit einer 35-prozentigen Chance. Man kann ihn aber öfter kriegen. Nein, oh Gott. Ja, jetzt sind wir am Arsch. Jetzt können wir abhauen. Wir können fliehen, aber wir wissen, dass wir einen Haartropfen haben. Und ich werde in Zukunft wahrscheinlich offscreen diesen Gegner besiegen. Ganz oft. Wisst ihr auch warum? Weil er einfach scheiße schwer ist. Der Trick ist aber wirklich zu hoffen, dass wir nach 6 Mal den zu kriegen. Also nach 6 Anthropozin den zu kriegen. Einfach, weil er so dann leichter zu erreichen ist, meiner Meinung nach. Beziehungsweise, ich habe es auch irgendwo nachgelesen. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Irgendeine Internetseite. Und wieso habe ich lauter Potions drin? Die sind doch gar nicht mehr notwendig. Die könnte ich eigentlich verkaufen. Oder am Großgeist verplempern. Aber ich glaube, das bringt nichts. Ich brauche, wenn, eher Äther und Elixiere. Die könnte ich gebrauchen, richtig. Und ich könnte mich mal heilen, wenn wir doch schon mal hier sind. Einmal ein Camper-Set, noch ein Camper-Set. Fast geheilt, wunderbar. Allerdings sind hier jetzt wieder Herzlose, weshalb die Heilung eigentlich vollkommen unnötig war. Naja, ihr kennt mich, das passiert. Aber wir werden das jetzt im Übrigen gleich nochmal versuchen. Dazu werde ich jetzt eine Kleinigkeit machen. Ich werde jetzt nämlich kurz zum Speicherpunkt rennen bei Merlin. Warum ich dann den langen Weg nehme? Ganz einfach, ich will auf keine Herzlosen treffen. Langeweile for the win. Deswegen, ich ziehe jetzt den Weg ein wenig länger. Aber keine Sorge, das mache ich jetzt nicht, um irgendwas zu strecken, sondern einfach nur, um vernünftig wenig Herzlosen zu begegnen. Und einfach schnell rüberzukommen. So. Einmal sind wir noch gegen die Eule gerannt. Besser bekannt als Archimedes. Zumindest sieht sie aus wie Archimedes. Ich glaube, ich habe Archimedes schon mal erwähnt. Das ist die treue Eule von Merlin, die leider nicht vorkam in Kingdom Hearts bislang. Ich hoffe, das ändert sich, sollte Merlin in KH3 nochmal vorkommen. Was er höchstwahrscheinlich wird. Deswegen, ich fände das total cool, weil ich mag ja Archimedes. Ich denke, ich habe das auch schon mal erwähnt. Wie ich finde, einer der geilsten Charaktere, die Disney überhaupt geschaffen hat, meiner Meinung nach. Ja, kein Witz. Neben Mushu und so Sachen. Und ja, ich mag Mushu. Wer was dagegen hat, ich mag Mushu. Also an sich als Charakter. Weil Archimedes ist einfach nur urkomisch, meiner Meinung nach. Ich erinnere mich da nur an Die Hexe und der Zauberer, der Film, aus dem Merlin ja stammt. Mit diesem wunderbaren... Dieser wunderbaren Stelle, wo es den einen Zauber... Oh Gott, wo ist sie? Wo ist sie? Da oben ist sie. Okay, wir müssen die Zeit jetzt mal nutzen und... Oh nein, jetzt ist sie da drüben und... Toll, jetzt sind wir im Brunnen. Nein, wo ist die nächste? Wo ist der? Verflucht. So, der dritte Affe.
Ist hiermit besiegt. Wo sind die nächsten? So, im Flug. Das muss man auch erstmal können. Hier geht es im Übrigen nicht darum, sie möglichst schnell zu besiegen, sondern einfach nur, dass man sie besiegt, ohne dass man entdeckt wird. Oh, verflucht. Und, wir haben wieder einen Haartropfen gekriegt. Normalerweise ist das total schwer, den zu kriegen. So. Und gleich erwischen. Ah, jetzt sind wir wieder entdeckt worden. Das ist natürlich jetzt scheiße. Aber jetzt habt ihr, glaube ich, begriffen, wie man den... Die Anthropozina heißt sie im Übrigen. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Kann man so besiegen. Ganz leicht. Und da wir jetzt schon zwei Haartropfen haben, will ich dann mal ganz kurz in die Schmiede abhauen. Weil ich weiß, dass wir jetzt wieder zwei Items schmieden können. Und das wäre gar nicht so schlecht. Weil dann kriegen wir vielleicht noch raus, was wir für die nächsten Parts an Schmiedesachen brauchen. Denn wenn ich mit diesen Feindemix-exklusiven Gegnern fertig bin, was ich ja sehr bald bin, es sind ja nur noch 2 oder 3 Stück, also insgesamt, den ihr jetzt mitgerechnet, dann kommt jetzt nur noch das Gefarm und wenn ich dann Ultima habe, etc., dann will ich den Hades Cup machen und je schneller ich hiermit fertig bin, desto schneller kann ich zum Hades Cup. So, als allererstes die Kriegerkette. Mal sehen, was fehlt uns denn sonst noch? Oh. Ach, wir können auch endlich so eine... Ah, jetzt haben wir endlich... Jetzt haben wir endlich 30 Sachen freigeschaltet. Wir können jetzt im Übrigen auch Dunkelmaterie, feine Elixier und Kraftbolzen schmieden. Werden wir natürlich machen. Und hier gehen natürlich 2 meiner geliebten Sturmkristalle drauf. Aber das müssen wir jetzt leider hinnehmen. Und Freudentau muss ich immer noch farmen. Und Mithril-Tropfen, aber das ist nicht so schwer. Oh, Sturmtropfen. Kacke, den muss ich auch noch holen. Na gut, dann jetzt noch den XP-Ohrring. So, was bräuchten wir denn als nächstes? Okay, wir bräuchten noch 2-mal Freudentau. 2-mal Mithril. Kann ich nicht Mithril sogar schmieden? Doch, kann ich, aber nur 1-mal, weil ich noch Mithril-Tropfen dafür brauche und noch mehr Freudentau. Scheiße, das heißt, ich habe jetzt 1-mal Freudentau verschwendet. Na egal, die Gefungis werden mir hoffentlich was geben, wenn es mal soweit ist. Nun gut, wir werden dann jetzt gleich zum nächsten Feinemix-exklusiven Boss aufbrechen. Ich vermute, ich werde als nächstes den am Ende der Welt machen, einfach weil ich gerade Bock darauf hätte, mal so einen richtig fordernden Kampf zu haben. Und außerdem kann ich dann, bevor ich zu diesem Gegner komme, noch einige Sturmkristalle farmen. Hat also 2 Fliegen mit einer Klappe, die man schlagen kann. In diesem Sinne, bis gleich, Leute. Wir befinden uns jetzt am letzten Ruheort am Ende der Welt. Und hier möchten wir einen Feindemix-exklusiven Boss begegnen. Das kann allerdings ein bisschen dauern. Ich werde so lange gegen die normalen Gegner kämpfen. Sollte es allerdings zu lange dauern... Wow, im First Try! First Try. Bleh. Deutsch, Englisch, Mischmasch. Jedenfalls, hier sind sie. Unsere Feindemix-exklusiven Gegner. Die Neoschatten. An sich in der Kingdom Hearts-Reihe ein altbekannter Gegner. Offiziell das erste Mal, also für Nicht-Feindemix-Content, das erste Mal in, ich glaube in Chain of Memories war es sogar. Doch, in Chain of Memories kamen sie in der letzten Welt vor. Zumindest bei Sora. Dazu dann aber, wenn wir Rechain of Memories machen, ein bisschen mehr. Jedenfalls, wieso mache ich Stopp, wenn ich eigentlich heilen will? Na egal. Gehen wir hin. Jedenfalls Neoschatten. Obwohl, es gab noch eine Sache, wo sie vorher aufgetaucht sind, aber richtig als Gegner sind sie erst aufgetaucht in Chain of Memories. Es gibt sie nämlich in einer speziellen Szene. Nämlich Another Side, Another Story. Wer das zufälligerweise kennt. Ah, hier gibt es die Sturmtropfen. Ah.
Jedenfalls, in dieser Szene, Another Side, Another Story, sieht man so eine Art Teaser für Kingdom Hearts 2. Eine Szene, die später in der Serie auch noch eine gewisse Relevanz bekommen hat. Ein Kampf zwischen zwei Leuten und bevor diese zwei Leute, ich sage dazu noch ganz wenig, weil diese Szene, auf die arbeite ich jetzt momentan nämlich hin. Ich möchte nämlich diese Szene und die andere zeigen. Ich weiß, dass die im Final Mix enthalten sind und ja, würde ich schon gerne zeigen, ne? Jedenfalls, bevor diese zwei Leute gegeneinander kämpfen, ist es folgendermaßen, dass man gegen diese Neo-Schatten kämpft. In der Szenerie, in der man ist. Und ich muss sagen, es ist eine sehr epische Szene, weshalb ich auch nicht so viel verraten werde für diejenigen, die das blind gucken. Und ich werde mich freuen, sie hochzuladen. Und naja, da das jetzt hier ein sehr kurzer Abschnitt ist, werde ich das Ganze doch noch ein bisschen strecken und noch ein paar Gegner prügeln. Wer weiß, vielleicht begegnen uns nochmal zwei Neo-Schatten. Das wäre gar nicht so schlecht. Wenn, also nochmal ein oder zwei Gruppen von Neo-Schatten, das meinte ich damit. Wenn nicht, mit Engelsschwingen und Invictoren bin ich eigentlich auch schon sehr zufrieden. Wo sind sie denn? Ach, das war's schon. Naja, wir sind aber auch schon recht weit im Level. Wir sind schon Level 87. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde schon über Level 90 sein, wenn ich den Hades Cup alleine mache. Gott im Himmel. Ich glaube, so viel habe ich noch nie in einem Kingdom Hearts gehabt, bevor ich zum Hades Cup bin. Nicht mal bei meinem ersten Playthrough. Das ist krass. Und ich habe immer noch Husten, wie ihr mit Sicherheit schon gehört habt. Ich bitte das zu entschuldigen. Und ja, Engelschwinge, tot. Invictoren, auch gleich tot. Wäre nur schön, wenn ihr mal dran wärt. So. Leider sind die Kämpfe jetzt am Pol der Welt nicht mehr so lustig, weil wir sind ja jetzt schon so OP. Aber ihr seht jetzt, was ich die ganze Zeit gemacht habe, um meine 11 Sturmkristalle, die ich da schon hatte, zu farmen. Immer raus, rein, raus, raus, rein da, also rein in diesen Raum hier, den Pol der Welten. Herzrose geprügelt, wieder raus, kurz geheilt, wieder rein, Herzrose geprügelt, wieder raus. Und das die ganze Zeit. An sich ist das schon ein bisschen monoton, aber auch sehr lustig. Weil ich mag es, Invictoren zu prügeln. Und Engelschwingen erst recht. Die Dinger, die mag ich überhaupt nicht in meinem... Also, ich mag sie an sich vom Aussehen her. Weil halt Engelschwingen und so. Ich finde die halt schön. Aber an sich sind sie sehr nervige Gegner. Gerade als Magier sind sie sehr nervige Gegner. Und sie haben mich in meinem ersten Playthrough sehr oft fertig gemacht. Weil ich auch teilweise nicht mit ihnen klarkam und sie diesen miesen Move gemacht haben, dass sie ihre Flügel als Schild benutzt haben. Das haben sie, glaube ich, auch schon einmal in einem der Parts gemacht. Wenn nicht, erkläre ich es nochmal. Also sie nehmen halt die Flügel, machen die vor den Körper und dann haben die einen fast kompletten Schild. Und der ist stark und da kommt nichts durch und generell sind sie schon gegen Magie unempfindlich. Und dann können sie sich auch noch so schützen, extra. Das ist schon ein bisschen OP und ein bisschen gemein. Klar, natürlich, man könnte jetzt auch argumentieren, für einen Herzlosen der letzten Welt sollte es eigentlich gang und gäbe sein. Trotzdem ärgert das mich irgendwo. So. Komm mal her. Sturmkristall bitte? Och, schade. Okay, dann eben von dir, Invictor. Gib du her. Gib mir eure Items. Nicht die Items, die anderen. Die, die ich beim Schmieden brauche. Menü. Kacke. Na, was soll jetzt? Weiter geht's. Einfach nur raus und reingehen und immer wieder alles bashen, was uns in den Weg kommt. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, so ein Farming-Part wäre nicht so sonderlich unterhaltsam, weil einem das wirklich das Thema fehlt. So, noch ein Sturmkristall. Wunderbar. Das heißt, wir haben die zwei, die wir am Anfang des Parts benutzt haben, wieder drin. Das ist sehr schön. Und an sich meine ich, dass Sturmkristalle auch in der Formel für das, worauf wir jetzt hinarbeiten, nämlich das beste Schwert im Spiel für Sora,
Und auch für den besten Stab und fürs beste Schild arbeiten wir mit hin. Also, was man mit Schmieden kriegen kann. Es gibt tatsächlich, glaube ich, sogar noch in den Turnieren was Besseres. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, doch, in den Turnieren gab es die beste Waffe. Aber an sich will ich trotzdem alle Waffen haben und deswegen kommt es eigentlich ganz gut, wenn ich da doch mal ein bisschen schmiede. Und ich gehe jetzt mal hier raus und von der anderen Seite wieder rein, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. So. Außerdem hat das dann noch wieder dieses Gefühl von, wir kommen hier zum ersten Mal her. So. Blöde Engelschwinge, komm her. So, jetzt ist da noch der Invictor. Ach, komm her. So, sammeln wir noch die Taler ein. So, ich denke jetzt nach 7 Minuten haben wir dann schon mal wieder ein bisschen was geschafft. Dann würde ich jetzt glatt sagen, ich kümmere mich dann um den vermutlich letzten Feind im X-Boss. Allerdings will ich zuallererst noch nach Traverse wieder fliegen. Und diesmal lasse ich den Flug sogar onscreen, weil ich nur warpen werde. Und dann will ich nochmal in die Schmiede und dann gucken, was ich mit den Sturmtropfen nochmal hingekriegt habe oder hinkriegen werde. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Gummischiffe nicht mag? Ich hoffe, wir kriegen in KH3 was Neues. Irgendwas. Oder es ist so vernünftig, dass man damit arbeiten kann. Wobei ich sagen muss, in Kingdom Hearts 2 ist die Gummischiffsteuerung viel wesentlich besser. Das heißt, wenn, dann soll man die Steuerung wieder übernehmen. Und Goofy, du blockierst mir bitte nicht mit deinem fetten Hintern den Weg nach oben. Danke! So. So, schmieden wir. Irgendwas war doch, dass wir nicht schmieden konnten, weil uns ein Sturmtropfen gefehlt hat. So. Was hat uns denn gefehlt? Hä? Bin ich jetzt total bescheuert? Ich glaube ja. Ach so. Das XP-Armband, ja. Okay, gut, dann wissen wir das schon mal. Gut, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich werde dann jetzt den letzten Boss suchen. Wenn nicht, dann werde ich in irgendeine Welt gehen und irgendwas farmen. Und ihr dürft dabei sein. Notfalls prügle ich den Rest des Parts Anthropozän. Und in diesem Sinne, bis gleich, Leute. Hiermit sind wir beim letzten Finemix-exklusiven Gegner. Wir befinden uns im Nimmerland auf Hooks Piratenschiff, auf Deck. Ich weiß, dass er da oben ist und auf uns wartet dieser große Herzlose, der so ähnlich aussieht wie der Fugu. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ich meine Raketen- oder Düsenfugu. Ist jetzt aber auch egal. Ihr seht jetzt schon, ja, das Level ist jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, das letzte Mal, als ich aufgenommen hatte, ich Level 89. Das liegt daran, dass ich heute, also ich kann es ja mal sagen, gestern Abend habe ich diesen Part angefangen, heute einen Tag später. Wollte ich in der Früh anfangen, konnte aber nicht, weil hier wieder Bauarbeiten waren. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann mal so beiläufig ein paar Items zusammengesucht, ein bisschen gefarmt. Auch ein paar Pufungis erledigt, dann nochmal einen Gravimeister gekriegt und 2 Eismeister. Ich wusste gar nicht, dass ich 2 davon habe, aber egal. Und dann habe ich auch ein paar Finemix-exklusive Gegner besiegt und so weiter und so fort. Allerdings war der Freudentau zum Beispiel richtig schwer zu bekommen. Und Freudenstein habe ich zum Beispiel gar keine gekriegt. Und da haben wir jetzt den Gegner. So, als allererstes sollte ich mir nochmal Wind anlegen. Wir kennen ihn. Ich meine, er heißt Düsenfugu. Ich habe es vergessen. Jedenfalls, er ist ein sehr netter Zeitgenosse. Wir haben ihn jetzt recht schnell besiegt, aber normalerweise... Wo ist der Juwelentropfen, den er droppt? Ich weiß, dass er einen hat fallen lassen. Wo ist der? Sag jetzt nicht, der ist ins Wasser. Der ist ins Wasser gefallen. Nein. Wir finden den... Wo ist der hin? Nein, der ist ins Wasser gefallen und wir haben ihn nicht.
Oh Gott. Oder habe ich ihn eingesammelt und das nicht mitbekommen? Jedenfalls, wir haben ihn jetzt besiegt und irgendwie ist das Item weg. Obwohl ich gesehen habe, dass es runtergefallen ist. Scheiße. Ja, kacke, verdammte. Wo ist das? Oder habe ich jetzt den Juwelentropfen? Ich weiß ja, wie viel ich vorher hatte. Nee, das ist Wasser gefallen, haben wir nicht gekriegt. Toll. Das kann auch passieren. Okay. Das ist sogar etwas, das ich überhaupt nicht wusste. Schöne Scheiße. Aber ich weiß es, ich habe doch dieses rote Ding gesehen. Na egal, gehen wir nochmal rein, nochmal raus. Es könnte nämlich auch sein, dass hier ein paar Rafungis auftauchen und dann will ich die Rafungis besiegen. Oder wer weiß, vielleicht kommt der Boss ja nochmal. Nein, jetzt kommt normale Herzdose. Dann wieder raus und wieder rein. Notfalls müssen wir die Welt einmal verlassen, allerdings würde ich dann nochmal schneiden. An sich, ich glaube, ich habe sowieso in diesem Part ein bisschen wenig gemacht. Apropos, ich könnte auch mal die Gegner ein bisschen verprügeln. Obwohl, lohnt sich das noch? Ich bin so kurz vor Level 99. Beziehungsweise Level 100. Und... Ah, Lutzkristall. Ach, Mende, wo ist dieser blöde Juwelentropfen? Egal. Wir finden ihn schon noch. Oder irgendeinen anderen. Wir können noch ganz viel zusammenfahren. Im Übrigen, was die Gefungis und so weiter angeht, das werde ich dann auch noch gleich in dem Part machen. Ich werde dann gleich schneiden und dann mal gucken, wenn die auftauchen, dass ich das dann einmal wenigstens auf Kamera habe oder zweimal. Obwohl, wir haben ja Gifungis und auch Rafungis schon gesehen. Allerdings möchte ich es halt nochmal so exklusiv machen, obwohl die nicht Feinemix exklusiv sind. Weder der Gif noch der Ra noch der Pofungi, die sind KH1-Content, Original-Content sozusagen. Aber sie sind halt wichtig, weil sie halt dieses seltene Item, den Freudentau, fallen lassen. Und daher sind sie auch wichtig, dass man sie auch mal zeigen sollte. Denn jetzt, wo wir die Feindemix-exklusiven Gegner tatsächlich durch haben, geht es daran, jetzt die beste Waffe im Spiel für Sora zu schmieden, nämlich das Ultima-Schlüsselschwert. Und dazu müssen wir alle Items in der Mori-Schmiede einmal geschmiedet haben. Und ja, das müssen wir auch noch irgendwie an Laden kriegen. Und wenn wir da keinen Freudentau haben, dann sind wir da ziemlich aufgeschmissen. Das kann ich gleich sagen. Weil uns da dann doch noch ein bisschen viel fehlt. Und ich würde mal eine Runde fliegen. Yay. Ja, man sollte aufsteigen mit runterfallen nicht verwechseln. Und hui. Ich finde das lustig. Jetzt fliegen wir gegen eine unsichtbare Wand. Naja, auf jeden Fall. Ich werde dann jetzt, wo ist jetzt, bin ich so hoch geflogen, dass ich Hooks Schiff nicht mehr sehen kann, oder was? Wo ist denn das? Ah, da ist der Mond, da sind die Sterne. Und da ist das Schiff. Alles klar. Ich habe mich schon gewundert, ob wir jetzt verloren auf dem Meer sind. Sind wir allerdings nicht. Das ist auch gut so. Jedenfalls, ich werde dann jetzt gleich einmal einen kurzen Stopp bei der Schmiede machen, da ich ja jetzt schon ein paar Sachen zusammen habe wieder. Dass wir dann hoffentlich ein oder zwei neue Sachen machen können. Im Übrigen, ich habe auch Orichalkon gekauft. Wo kann man das denn kaufen? Ja, im Itemladen Traverse. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Da kann man für 5000 Taler pro Stück einen, also einmal Orichalkon kaufen. Und ich habe jetzt erstmal, ich glaube, auf 10 Stück erhöht wieder. Weil ich habe ja eh viel zu viel Geld. Wir können es uns also leisten. Und ich hatte auch noch bei einem Gifungi eine Fragezeichen-Fundsache wiederbekommen. Das heißt, wir hatten dann nochmal 3000 Taler extra. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, wir sind mal Bonze, wir geben mal aus. Aber dazu gleich mehr, wenn wir uns in der Schmiede wiedersehen. Bis gleich, Leute! So, wir sind jetzt kurz vor der Schmiede in Traverse. Ich habe jetzt nur kurz den Flug mit dem Gummischiff rausgeschnitten. Und wir werden dann jetzt hochklettern und dann die Mogris wieder mit unserer Anwesenheit beglücken. Und wir werden wieder einige Items schmieden. Wir werden dann mal schauen, was wir noch machen müssen. Wir haben jetzt 25 von 30 Items. So, wir hätten einmal das Dreigestirn und wir hätten einmal kosmische Künste. Ja, das können wir noch zurzeit schmieden. Dunkelmaterie leider nicht, weil uns einmal Mitri fehlt. Aber wenn ich jetzt Mitri schmieden würde, dann hätten wir einen Freudentau zu wenig. Deswegen mache ich jetzt erst einmal die Items, die wir noch nicht haben. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann können wir dagegen,
können wir was anderes machen. So, jetzt hier kosmische Künste. Ich muss mal gleich gucken, was das war. Ich meine, das war ein Stab. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, war es nicht. Dann mal hier. Was ist der denn? Kosmische Künste. Hier. Maximale HP, MP und AP steigen erheblich. Angriffskraft von Magierufen steigt. Boah. Mal sehen. Ne, ich gebe dem mal Donut statt dem Runenreif und dann kriegt. Dann hat er gleich wieder einen AP-Bonus alles. Boah. Da hat Donut ja jetzt auch 5 AP übrig, die er nicht verwenden kann. Und Sora hat wie immer 0. Ja. Moment, wieso? Achso, ja doch, Brutalo wollte ich drin lassen. Wobei ich bei Sora ja öfter mal die Abilities ein bisschen umtausche, je nachdem, was ich gerade zusammenfarme etc. Nun gut, ich werde dann jetzt gleich wieder schneiden. Und dann werden wir uns auf die hoffentliche Suche nach Freudentau machen. Freudentau wird, soweit ich mich erinnere, von 3 verschiedenen Gegnern gefallen gelassen. Einmal die Giftfungis, einmal die Pufffungis, wobei bei den Pufffungis ist es, glaube ich, seltener. Und von den Rafungis. Und von den Rafungis ist es sogar recht schwer. Und in diesem Sinne werden wir dann... Ich werde mal gucken, an einem der Orte, wo sie sind, werde ich dann mit Sicherheit reinschneiden. Ich kann ja auch nochmal sagen, wo die auftauchen. Giftfungis tauchen meistens auf. Entweder innerhalb von Monstru, wo genau, weiß ich da nicht mehr. In Agrabah im Hinterhof, das heißt bei Arlins Haus. Arlins Haus. Bei Aladins Haus. Bei Aladins Haus darüber, da waren wir schon öfter. Da, wo die vielen Krüge sind, wo man so viel Geld kriegt. Da könnte was sein. Also da könnten Pufffungis sein. Giftfungis sein. Dann in Halloween Town könnten Giftfungis sein. Beim Mondscheinhügel. Und Rafungis findet man da im Übrigen auch öfter. Und ich meine... Wo denn noch? Ja, auch an Deck im Nimmerland. Da könnten die auch auftauchen. Aber ich glaube, die tauchen, wenn, eher in Halloween Town an der Steinbrücke auf. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wir werden es jedenfalls gleich sehen. In diesem Sinne, bis gleich, Leute. Da sind sie, ein paar Giftfungis. Juhu! Das heißt, hier in Agrabah im Hinterhof wird es jetzt sehr lustig. Ich habe sie jetzt gerade mit Stopp ein bisschen gelähmt, damit sie uns nicht angreifen oder sich unverwundbar machen können. Das ist ja die Spezialität der Giftfungis. Oh, jetzt habe ich ihn gestoppt und er ist unverwundbar. Klasse. Na egal. So, die beiden sind definitiv hinüber, wenn... Ja, wenn Stopp vorbei ist. Gut. Du jetzt auch gleich und... leider eine Niete. Keine einzige Chance auf Freudentau. Und dabei hat Sora mittlerweile schon auch Glückspilz gelernt. Das ist im Übrigen eine der letzten Fähigkeiten, die Sora scheinbar lernt, wenn man das Schwert am Anfang wählt. Ich habe es ja schon mal gesagt, je nachdem, was man am Anfang wählt, je nachdem kriegt man dann später die ganzen Fähigkeiten zugeschanzt. Und ja, ich kann jetzt schon sagen, wenn Herzlose drin sind oder Giftfungis. Das ist sehr interessant. Ich zeige das jetzt ein paar Mal. Hoffe einfach, dass sie wieder auftauchen. Ich glaube aber nicht. Ich musste das hier gerade eben schon 20 Mal machen, bevor sie überhaupt gekommen sind. Das ist total ärgerlich und total nervig. Und dann hat man vielleicht eine 3-4%ige Chance, Freudentau überhaupt zu bekommen. Es ist ärgerlich, es ist nervig, aber muss gemacht werden. Weil Freudentau kann man leider nicht schmieden, so wie Dunkelmaterie zum Beispiel. Es ist sehr ärgerlich, aber man kann es schaffen. Irgendwann, mit viel Geduld. Sehr viel Geduld. Und wenn alle Stricke reißen, kann man immer noch in eine andere Welt gehen und dann immer noch nach Pufffungis oder Rafungis gucken. Wobei Rafungis gibt es ja nun schon ein bisschen seltener als Giftfungis. Die kann man schon am ehesten finden, neben Pufffungis. Und es nervt langsam. Kommt wieder raus aus eurem Versteck. Oder muss ich jetzt die Welt schon wieder verlassen, bevor ich dann irgendwann mal irgendwas von euch sehe? Wow, Moment, wieso hat sich jetzt die Kamera geändert? Na, gut. Ich dachte, ich kriege vielleicht die große Hoffnung, dass sie mal auftauchen. Aber nö. Nee, immer noch nicht.
Ich teste es jetzt sogar extra, ob die Herzlosen kommen oder nicht. Es ist sehr ärgerlich, dank Gefecht Plus sollte es eigentlich möglich sein, dass man sozusagen den Gegner indirekt switcht. Aber nein, es klappt natürlich nicht. So. Ich habe geguckt, ob irgendeiner unten in diesem kleinen Sandhügelchen, in diesem kleinen Graben vom Hinterhof ist. Natürlich leider nicht. Na gut, ich würde dann sagen, ich schneide ganz kurz, suche mal wieder ein paar von Gifungis und dann dürfen wir die wieder umbringen. Bis gleich, Leute. Da probiere ich es einmal offscreen und schon sind sie wieder da. Das passiert. Na gut, dann kriegen die Gifungis jetzt einen auf Emma. So, sobald Stopp nachlässt, sind die drei dann auch Geschichte. Und ich hoffe, dieses Mal ist ein bisschen was von unserem geliebten Freudentau dabei, weil wir ihn brauchen. Und natürlich nicht. Natürlich kriegen wir diesmal wieder nur Erfahrungspunkte und Taler. Ärgerliche Scheiße ist das. Weiter oben finden sich die Gegner natürlich nicht. Und jetzt brechen auch noch die Fensterläden ein, dass man auch ja nicht nach oben kann, sondern den langen Weg nehmen muss, um zu gucken, ob sich vielleicht nicht doch noch irgendwo einer versteckt. Aber leider nein. Im Übrigen, ich finde von den Orten, wo die Gifungis auftauchen, ist Agrabah der beste, weil sie hier in diesem kleinen Höfchen sind, alle da runterkommen und da muss man einfach nur Stopp einsetzen und sie angreifen. Das ist so meine Taktik, wenn ich tatsächlich Freudentau farme. So habe ich das früher gemacht. Allerdings ist es auch recht schwer. Also, bis man sie überhaupt hat. Und wenn man sie hat, dann Freudentau zu bekommen. Dabei haben alle drei Teammitglieder von mir Glückspilz ausgerüstet. Das ist wirklich nervig, aber man kann es schaffen. Na gut, ich werde mich dann jetzt wirklich dieses Mal aufmachen. In eine andere Welt und dann werde ich versuchen, dort noch ein wenig Freudentau zu erhaschen. Vielleicht schneide ich auch erst rein, wenn ich mal Freudentau habe. Ich weiß es noch nicht. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder im Wunderland. Warum bin ich im Wunderland? Ganz einfach, hier waren Pufungis. Und ich habe sie schon, also ich habe einen schon besiegt und wir hatten das große Glück, er hat schon Freudentau fallen lassen. So, ich glaube, ich nehme jetzt mal Feuer. Ja, der scheint sehr feueraffin zu sein. Der will Feuer haben. Das ist wiederum Eis. Nee, das ist Feuer. Das andere ist Eis. So. Damit hätten wir ihn jetzt auch besiegt. Allerdings kriegen wir von ihm jetzt leider nicht den Freudentau. Gerade eben habe ich von dem anderen, der hier vorne war, Freudentau gekriegt. Das war ziemlich gut. Dreimal Blitz einsetzen. Im Übrigen, diese Meister-Items wären auch noch wichtig. Da werde ich noch den Aero-Meister und den anderen einsammeln. Welche fehlen mir denn noch? Aero fehlt mir und... Gott, nerv mich nicht mit diesem blöden PSN. Toll, er ist abgehauen. Weil ich jetzt von dieser Meldung durcheinander gebracht wurde. Naja, jedenfalls, von Pufungis kann man es jetzt auch kriegen. Ich habe leider den Moment verpasst. Und dann, als ich die Aufnahme starten wollte... Hehe, muss die Meldung schon weggehen. Fand ich sehr toll. Jedenfalls, hier ist eigentlich auch ein ganz guter Ort, wenn man tatsächlich, gegen die Pufungis hier im Wunderland, wenn man denen öfter begegnet, weil hier im Lotushain waren die jetzt eigentlich recht oft, wenn ich mich richtig erinnere. Wir können ja nochmal reingehen und gucken, ob wir mit Gefecht Plus jetzt Glück haben und nochmal welche kriegen. Ich glaube aber nicht dran. Und? Nee. Schade. Wir können das ja nochmal testen. Wir testen es jetzt dreimal. Wenn sie da nicht kommen, dann schneide ich wieder. Und dann gucke ich nach einem anderen Ort, wo ich vielleicht auf Gif oder Puff Fungis finde. Also, wo ich auf die treffe. So. Das war das erste Mal. Eigentlich das zweite Mal, aber ich zähle erst nach dem letzten Mal. Zweite Mal. Können wir mal testen? Nee, komm, Herzlose. Okay, dann teste ich jetzt noch das dritte Mal. Moment. Dritte Mal. Und? Haben wir Glück? Wir haben erst einmal ein Problem mit der Kamera. Und nein, wir haben kein Glück. Nun gut, dann werde ich gleich mal schneiden.
Und da ist ein Item fallen gelassen worden. Ich habe es nicht rechtzeitig gemerkt und bin schon durchgegangen. Na egal. Ich werde dann mal wieder schneiden. Werde dann mal gucken, ob ich noch was finde. Warum ich das jetzt auch noch in diesem Part mache, ganz einfach, damit ich ein bisschen mehr zusammenfasse, denn ich bin langsam ein bisschen genervt von der Itemsuche. Kann man aber auch irgendwie so ein bisschen verstehen. Wenn man wirklich so 5-6 Parts nichts anderes macht, ich wette, das ist gerade für euch ungeheuer langweilig. Ja, werde ich dann mal gucken. Vielleicht werde ich im nächsten Part, also wenn dieser hier vorbei ist, vielleicht sogar noch was anderes zwischendurch machen. Ich weiß es aber nicht. Ich denke eher weniger. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, wir sehen uns gleich, Leute. Das ist ein schlechter Scherz. Egal, ich bin nochmal im Wunderland. Ich war nochmal kurz hier gewesen, weil ich nochmal nach Wuttropfen farmen wollte. Was passiert? Ich gehe hier mal kurz rein, will einfach nur gucken. Und dann tauchen die Pufungis hier wieder auf. Ach, ist das toll. So, die ist heiß, die ist wieder heiß. Die ist wieder heiß, das bedeutet, ich muss die ganze Zeit Eisra einsetzen. Mann, wie ich mich freue, wenn ich die ganzen Gardzauber habe. Ich besiege euch jetzt. Und, Eismeister. Im Übrigen, ich habe es ja schon gesagt, für die für diese ganzen Meisterdinger kriegt man noch was. Aber das muss ich dann erst einmal erstens holen. Zweitens muss ich das dann noch richtig machen. Und da nehme ich jetzt mal Blitz. Jetzt friert er. Das ist Feuer. Das ist Eis. Er macht nur Feuer, Eis und Blitz. Irgendwann macht er wieder Blitz. Oder er haut ab. Was ich nicht hoffe. Boah, mach Blitz! Mach Blitz! Okay, mir reicht's. Jetzt mache ich auch hier Eis. Jetzt macht der Blitz. Du mich auch. Toll, was kriege ich in Donnersplitter? Ja, weil ich mich nicht an die Reihenfolge gehalten habe. Das kann im Übrigen auch passieren, wenn man sich nicht an die Reihenfolge hält, dass dann der Pufungi einfach was anderes rausrückt. Wo ist denn der letzte? Das sind doch immer drei. Die Trottier ist einfach abgehauen. Toll. Ja, weil ich mir mit den anderen beiden zu viel Zeit gelassen habe. Na gut. Was war denn hier nochmal? Ach, hier war doch dieser eine Eingang ins Wunderzimmer, oder nicht? Nee, zum Herztribunal. Ah, da können wir gleich hingehen. Dann kann ich gleich zum Speicherpunkt und da nochmal schneiden. Boah, dieser Part jetzt wieder viele Schnitte. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werde ich bald aufhören. Und dann im nächsten Part was anderes machen. Irgendwas. Und wenn ich schon mit dem Secret Boss oder mit dem Hades Cup anfange, es ist mir egal. Langsam geht mir die Itemsuche wirklich auf den Wecker. Ich muss mal wieder ein bisschen was erleben, ein bisschen Action. Na gut, ich schneide dann wieder. Bis gleich, Leute. Und hier haben wir wieder einige Gifungis. Wunderbar, ein Halloween Town am Mondscheinhügel. Ja, beide erst einmal mit Stock gelähmt, damit sie sich nicht unverwundbar machen können. Und dann kriegen die beiden jetzt erst einmal dementsprechend ein bisschen Prügel. So. Aber leider nicht genug. Oh! Tatsächlich, wir haben einmal Freudentau gekriegt. Yay! Oh, klasse. Endlich mal. Das freut mich jetzt gerade richtig. Ich glaube, wir brauchen noch etwa 10 Stück. So ungefähr. Na gut, da wir jetzt so ein kleines Erfolgserlebnis hatten, werde ich dann jetzt auch nochmal zur Steinbrücke gehen. Wer weiß, vielleicht sind auch noch Rafungis in der Nähe. Könnte ja nicht schaden. Man könnte es ja mal versuchen. Und wenn nicht, ist auch noch die Chimäre da. Die könnte man auch noch prügeln. Ah, Rafungis sind jetzt schon keine da, weil ansonsten wären hier nur Rafungis unterwegs. Und nicht nur andere Herzlose. Sozusagen die normalen Herzlosen. Aber die Chimäre könnten wir nochmal prügeln, weil ich habe jetzt noch nicht wieder auf die Liste geschaut, was ich genau für Ultima brauche. Deswegen kann ich eigentlich alles, was ich erfahren kann, erfahren. Das wird alles nützlich. Und wenn es am Ende dafür aufgebraucht wird, dass ich mir irgendwie feine Elixiere schmiede oder sowas. Na, jetzt weiß ich schon, dass die Chimäre nicht kommt. Na egal.
Weil, wenn die Chimäre kommt, das ist auch noch so ein kleiner Trick, den ich sagen wollte, dann müssten theoretisch hier nur Gigshaks auftauchen. Also ich habe das noch nicht einmal erlebt in den ganzen Malen, die ich jetzt versucht habe, die Chimäre zu besiegen. Das ist ein paar Mal gewesen offscreen. Habe ich es nicht erlebt, dass... Oh, ich habe wieder ein Level Up. Cool, und Combo Plus gelernt. Noch besser. Habe ich das nicht einmal erlebt, wenn die Gigshaks da... Also wenn neben den Gigshaks noch andere Herzlose da waren, dass die Chimäre gekommen ist. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob sie auftauchen wird. Ich schätze mal weniger. Wird jetzt eher so sein, dass nur normale Herzlose auftauchen und kein besonderer Feind im Mixgegner, geschweige denn die Chimäre, die den für uns so wichtigen Pyrotropfen hat. Da ist immer noch die rote Triotech. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das Absicht ist. Naja, ist auch egal. Hauptsache, wir haben zumindest einmal Freudentau gekriegt. Und wow, wo sind die Gegner? Wo sind sie? Sind es normale Gegner oder andere? Oder Rafungis? Nee, es sind normale Gegner. Pff, uninteressant. Dann setzen wir mal Feuer ein. Toll, festhalten konnten wir uns nicht rechtzeitig. Das ist ärgerlich. Dann gucke ich jetzt nochmal zum Mondscheinhügel, ob jetzt wieder Gefungis da sind. Ich will nämlich nicht wieder sowas erleben. Nein, sind sie nicht. Das heißt, ich darf hier jetzt auch noch Herzlose besiegen. Und wisst ihr, was ich dann mache? Ich denke, dass ich dann gleich wieder nach ein paar Pufungis oder ähnlichem suche. Aber nicht für die, nicht für den Freudentau, sondern primär Pufungis für Aero und den anderen Meister, der mir noch fehlt. Oh, welche waren es denn? Aero-Meister fehlt mir und... Ah ja, Stoppmeister fehlt mir auch noch. Der Stoppmeister, genau. Weil zu jedem Spruch gibt es ja so ein Meister-Item. Das habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Und dafür kriegt man am Ende auch noch eine Belohnung, wenn man die alle einmal vorweisen kann. Und ansonsten, wenn man die Belohnung hat, dann kann man die auch verkaufen. Und das würde uns dann auch noch wieder ein bisschen Geld bringen. Falls wir nämlich dann wieder Orichalcon kaufen müssen, würden wir nicht so einen Verlust machen. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich kein... dass ich jetzt irgendwie hier einen auf Geld geil machen will und nochmal meinen Vorrat vermehren will an Talern. Nein, das hat was damit zu tun, dass ich dann entsprechend weiter Äther und alles kaufen kann und nicht wieder in die Bredouille komme, dass ich dann wirklich richtig arm bin. Falls ihr versteht, was ich meine. Nun gut, ich gehe jetzt noch zurück zum Speicherpunkt, dann werde ich schneiden. Ich werde vermutlich ans Ende der Welt fliegen und da nochmal nach den Pufungis gucken. Weil diese Pufungis haben bis jetzt als einziges Stopp und Aero angezeigt. Habe ich aber bislang nicht gemacht, weil ich mich erst einmal um Gravi kümmern wollte. Also um den Gravi-Meister. Weil ein paar haben auch Gravi angezeigt. Und dann habe ich mich erst einmal um Gravi gekümmert. Und ihr habt ja die Pufungis da gesehen. Das ist eine Vierergruppe, die recht eng beieinander steht. Und dann habe ich Gravi eingesetzt und dann sind zwei verschwunden. Dann habe ich nochmal Gravi eingesetzt und war nur noch einer da. Und das ist das, was beim Ende der Welt so ein bisschen zusätzlich dazukommt als Erschwernis. Wenn man tatsächlich jetzt die Magie auf irgendeinen anwendet, könnten die anderen dadurch verschwinden. Weil sie dadurch angegriffen werden oder weil sie halt nicht den Spruch bekommen, den sie haben sollen. Na gut, in diesem Sinne würde ich dann tatsächlich sagen, ich schneide dann jetzt und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich hoffe dann zum letzten Schnitt in diesem Part, aber wer weiß das schon, ich weiß es noch nicht. Bis dann! So, da bin ich wieder zum vorletzten Abschnitt dieses Parts. Ja, ihr hört richtig, der vorletzte. Ich werde jetzt hier am Po der Welt nochmal versuchen, die Pufungis zu erledigen. Das hat jetzt den Hintergrund, dass ich entweder dann noch den Stopp oder den Aeromeister bekommen möchte. Vielleicht sogar beide, wenn ich ganz großes Glück habe. Und vielleicht noch ein bisschen versuchen wir, Freudentau zu farmen. Ich habe auch offscreen ein bisschen gefarmt, weil ich halt ein bisschen Zeit hatte, aber nicht aufnehmen konnte, wie ich das halt so oft hatte. Und ich habe jetzt viermal Freudentau eingesammelt von den Pufungis im Wunderland. Und jetzt widmen wir uns mal hier den Pufungis hier am Pol der Welten. Okay, der will Aeroga. Verflucht. Ah nee, der wollte Gravi. Nicht durcheinander bringen. Nicht durcheinander bringen, Scarlett. So. Der friert. Der friert immer noch.
Donald und Goofy, schwebt eure... ja, schwebt eure fetten Ärsche weg. Ja, der geht auch. So geht's auch. Oh, der hatte gerade Stopp gemacht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich das nicht hingekriegt habe. Okay, der hat Aero... ja, verflucht. Der hatte Aero. Gott, wie kriege ich das bloß hin, dass ich mal das hinkriege, was ich möchte? Ich werde jetzt mal Gravira machen und... au! Oh, jetzt habe ich schon zwei Be... also, nach ihren Bedürfnissen... zu ihren Bedürfnissen geführt. So. Das möchte ich allerdings nicht. Gott, hier am Pool der Wildnis ist eigentlich sogar noch am nervigsten. So, der will wieder Gravira. Ah, verflucht. Jetzt sind zwei weg. Und wetten, das sind jetzt genau die zwei, die ich noch nicht irgendwie mit irgendwas angegriffen habe. So, der will jetzt Gravi. Und die beiden verpissen. Toll! Hm? Am Arsch. Nee, jetzt reicht's mir. Jetzt fliege ich doch in die Schmiede. Dann ist das doch der letzte Abschnitt. Ich bin jetzt pisst. Gummijet, mir reicht's. Ich habe jetzt, glaube ich, an drei Tagen zusammengerechnet, zwei Stunden lang nur Freudentau gefarmt. Nur dafür. Und Freudensteine. Bei Tarzan. Was ist rauskommt? Ein einziger Freudenstein. Und vier Freudentau. Ich bin pisst. Ich bin sauer. Uah. Mich regt es auch momentan ein bisschen auf. Hört ihr mit Sicherheit. Es nervt halt wirklich ein bisschen, wenn das so... ja, wenn das so kacke ist. Na gut, ich hoffe, dass ich wenigstens ein oder zwei neue Items schmieden kann. Hoffentlich Dunkelmaterie oder so. Damit ich dann wieder an neue Items komme, weil ich keine Dunkelmaterie mehr habe. Komm mal her. Hupo, gib mir irgendein Item, das ich schmieden kann. Bitte sag, dass ich irgendwas... ja, da fehlt mir Dunkelmaterie. Da fehlt mir ein Freudenstein für. Einer. Dafür fehlt mir Mithril. Ja, da muss ich einmal Mithril machen. Dadurch kann ich jetzt Dunkelmaterie machen. Kann ich jetzt noch... ja, jetzt kann ich noch zweimal Mithril machen, oder? Ah, verflucht, mir fehlen die Mithril-Tropfen. Na toll. Da hätte ich nochmal den in Agrabah ein bisschen herausfordern müssen für. Ja, was fehlt mir denn? Mir fehlt noch einmal Dunkelmaterie. Oh, ist das ärgerlich. Na gut, was mache ich denn jetzt? Weil ich reinschneiden, dass das dann doch... ja, dann muss ich das ja wieder umdenken. Und ach, ist das blöde. Na, dann mache ich jetzt einfach noch einen längeren Abschnitt. Wir fliegen jetzt nochmal nach Agrabah. Damit ihr mal seht, wie dieses ganze Gefarme und Nachgucken und alles so abläuft. Weil das soll, ein Let's Play soll ja darstellen, wie man das Spiel richtig durchspielt, um dann auch Laune auf das Spiel zu machen. Dann dürft ihr jetzt auch mal den etwas frustrierenderen Teil sehen. An sich macht es mir, also auf der einen Seite macht es mir total Spaß, weil ich durch die ganzen Welten und alles kann. Andererseits frustriert es mich, weil es so lange dauert. Oh, mein Husten. Boah, ich muss nachher unbedingt nochmal zum Laden fahren, mir Hustenbonbons holen oder sowas. Boah, ist das nervig. Ach, dann können wir auch nochmal, wenn wir schon mal wieder hier sind, ja auch nochmal wieder nach den Giffungis gucken, ne? Aber wer hätte ahnen können, dass es an einem blöden Mithril-Tropfen scheitert. Vor allen Dingen, weil ich den Gegner in Agrabah nun auch sehr oft herausgefordert habe. Dann hoffen wir mal, dass er da ist. Und, ist er da? Ja, er ist da. So, wir kennen das alte Spielchen. So, der bewegt sich. Da hätte ich jetzt besser aufpassen müssen. So, bewegt sich der hier? Ja. Wichtig ist, dass man wirklich alle Töpfe kaputt macht, weil so kann es passieren, dass man noch einen zusätzlichen Mithril-Tropfen bekommt. Der geht auch noch.
hier. Ja, dieser hier geht auch. Dieser hier geht auch. Der ist es. Und hey, da haben wir ja unseren zusätzlichen Mithril-Tropfen. Dann konnte ich das jetzt auch mal wenigstens auf Videomaterial festhalten. Das finde ich ganz gut. So, dann mache ich hier jetzt noch alle Krüge kaputt. Setz eine Aeroga und dann... Du hast mich so oft geärgert. Jetzt ärgere ich dich dauerhaft. Ah, verflucht. Da habe ich zu spät geblockt. Da spuckt er jetzt wieder Gift. Jetzt kommt er. So. Und gleich drauf prügeln. Leider haben wir nicht so viele Treffer landen können, wie ich mir das gewünscht hätte. Komm nur her. Komm nur her. Komm her. Oh, verflucht. Mein Wind ist alle. Also mein Aerogar ist aufgebraucht. Das heißt, ich musste dann nochmal schön einen Zauber hinterher setzen. So, das war's schon. Ärgerlich. Hätte gerne noch ein paar Treffer mehr gesetzt. Immerhin sind wir schon fast Level 100. Ich denke, dass wir langsam mal ein bisschen mehr Schaden machen sollten. Na, komm mal her. So. So. Boah, und einmal Mithril haben wir auch noch gekriegt. Das lief ja nun wirklich sehr, sehr gut. Kannst du dich nicht beschweren. Gut, dann gucke ich jetzt noch einmal nach den Gefungis. Man könnte ja Glück haben, dass dann auch noch welche gleich da sind. Und natürlich nicht. Wenn man sich einmal wünscht, dass ein bisschen was nach Plan läuft, läuft nichts nach Plan. Das ist, glaube ich, so ein Vorsatz, den sich jeder mal zu Herzen nehmen sollte. Beziehungsweise ist es eigentlich eine Grundregel im Leben, die jeder begreifen sollte. So, wieder in den Jet. Jetzt dürfen wir wieder nach Traverse Town, dürfen wieder Dunkelmaterie schmieden, nur damit wir ein weiteres Item auf unserer Liste abhaken können. Ist das nicht ein Spaß? Das machen wir im nächsten Part auch noch wahrscheinlich. Bis wir dann alle entsprechenden Materialien haben. Also, bis wir alle Items geschmiedet haben. Und wir alle Materialien dafür gesammelt haben. Das meine ich. Oh Gott, wieso komme ich die ganze Zeit so durcheinander? Ich brauche dringend mehr zu trinken. Also im Sinne von alkoholfreien Getränken. Im Sinne von, ich möchte mein Gehirn bewässern, dass es nicht so dehydrierte Scheiße labert. Und ja, ich muss mich immer für alles erklären. Das ist so eine kleine Angewohnheit von mir, ich weiß. Das soll man eigentlich nicht, ich mach's trotzdem. Gut, schmieden wir. Goofy, du hängst mal eine Runde ab. Gut, einmal. Was? Achso, ich muss ja erstmal Mithril machen. So. Jetzt habe ich zu wenig Mithril-Erz. So, mir fehlt einmal Dunkelmaterie. Gib mal her. Kriege ich jetzt das XP am Band. Fertig, Kupo. Jetzt fehlt mir nur noch die Schleife. Dafür fehlt mir ein Freuden. Ach, wisst ihr was? Das ist jetzt eh schon so lang. Machen wir doch nochmal einen ganz langen Part. Oder nee. So wie Tarzan mich getrollt hat, mache ich das im nächsten Part. Und dann mache ich im nächsten Part dann noch, da müssten ja, wenn ich das dann fertig habe, müsste dann Ultima und alles andere rauskommen. Und dann mache ich das im nächsten Part und beende hier und jetzt den Part, weil ich ganz genau weiß, dass das bei Tarzan Ewigkeiten dauert und Sora steht irgendwie fast in der Luft. Er steht nur noch mit so einer Ecke im Kamin drinne. Bug-Alarm for the win. Mal im Ernst. Aber, ja, dann mache ich das im nächsten Part und im nächsten Part machen wir dann sozusagen die letzten Schmiede-Items und dann im übernächsten Part beginnen dann endlich die Secret-Bosse oder der Hades Cup, je nachdem, worauf ich gerade eher Lust habe, weil ihr wisst ja, ich bin so ein spontaner Mensch, ich gucke lieber, worauf ich dann Lust habe und dann mache ich das auch dementsprechend.
In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat dieser nervige Part voller Fails gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass ich generell mal die ganzen Feindemix-exklusiven Gegner unter die Lupe genommen habe. Da auch ein bisschen was gezeigt habe, ein bisschen was zu gesagt habe. Ich habe dafür auch richtig schön recherchiert alles. Ohne Liste dieses Mal. Man glaubt es nicht, weil, wisst ihr nämlich warum? Meine Mappe ist inzwischen fast so dick wie mein HTML-Ordner. Das muss ich jetzt erklären, das ist ein kleiner Insider. Wir machen in der Schule zurzeit HTML, Webseiten programmieren. Wir haben damit angefangen. Und ihr glaubt es nicht, innerhalb der ersten drei Stunden, also innerhalb der ersten drei Schultage mit HTML, haben wir einen Stapel an Papier bekommen, der so groß ist, dass ich den nicht mehr in die... Ich habe ja die gleiche Mappe, die ich für die Feindemix-Sachen genommen habe, für die HTML-Sachen genommen. Und ihr glaubt es nicht, die Mappe war so voll, ich habe die nicht mehr zugekriegt. Und ungefähr die Dicke hat jetzt mittlerweile meine Feindemix-Mappe auch. Mit, was habe ich denn alles hier drinne? Alle Truhen, alle Triotechs, obwohl wir die schon fertig haben. Oder fast fertig. Dann, was habe ich da noch drin? So ein paar Tipps zum Gummischiffbau hatte ich dann noch zusammengesucht. Alle Feindemix-exklusiven Gegner hatte ich nicht. Dafür eine Liste mit allen Items, wo sie gefunden werden. Und mit welcher Chance. Kein Witz. Gott, was ich mir alles an Tabellen gemacht und gefunden und aus dem Internet geholt habe, das glaubt ihr gar nicht. Aber egal, das soll jetzt nicht Thema sein. Thema soll jetzt sein, dass ich den Part beende und wir im nächsten Part weitermachen. Bis dann, Leute. Bye, bye.